Haben wir zwei rausgezogen. So, hier. Oh, scheiße. Das war schlecht abgesprungen. So. Oh. Das hat nicht so geklappt. Das hat nicht so geklappt. Nein. Das hat auch wieder nicht so geklappt. Das wollte ich schon sagen, er hat es wieder abgerissen. Dabei, nein, Gott sei Dank. So, das wäre jetzt so ein bisschen der Fischerhafen. Fertig, oder? Nee, Quatsch. Ich setze jetzt hier ein Boot hin. So. Hey, Boot nicht abhauen. Was macht denn das? Böses Boot. Geh hier rüber. Du sollst hier rüber gehen. Kann es sein, dass mich das Boot verarschen will? Geh kaputt. Scheiß Boot. Ernsthaft? Ich will, dass das Boot da vorne bleibt. Das haut immer gleich ab. Ich glaube ja nicht. So ist auch blöd. Genau. Schaut auch gut aus. Kann ich dich nicht setzen? Jetzt. Ja. Ja. Oder? Ja. So, übrigens, ich habe mal gesagt, ich wollte eigentlich immer Musik rein als Hintergrund hier legen. Das starke Problem ist halt nur mit Musik ist, ich weiß nicht wegen Copyright. Und zwar, ich habe ja, es gibt ja die von YouTube, die Bibliothek, wo man nutzen kann. Aber da, wo es halt überhaupt keine Copyright-Probleme gibt, wenn man sie nutzt. Das Problem an der Sache ist, also wo ich sehr stark dran sehe, ist, die verwendet einfach jeder. Der Musik im Hintergrund verwendet. Oder halt unglaublich viele. Sagen wir mal nicht unbedingt jeder, aber verdammt viele. Und daher ist sie halt da auch schon irgendwie so, ja, tot gehört. So eine, ja, die hat man schon 100 Millionen Mal gehört. Und dann ist sie nur noch, empfinde ich sie nur noch als nervig. Oft, weil du hörst es in jedem x-ten Video, das, keine Ahnung, das Lied. Da halt jetzt von der YouTube-Bibliothek. Weiß ich jetzt gerade keins aus dem Kopf, wie die heißen. Und bei anderer Musik hab ich halt Sorge wegen Copyright. Ist ja klar. Bin kleiner 0815-Typi vor einem Mikro. Da habe ich ein bisschen Bubble wegen Copyright. Und ich nehme andere Zäune. Daher habe ich ein bisschen Bammel wegen Copyright. Ich lege mich gerne mal schlafen. Erstmal. Wenigstens einer kann schlafen auf Knopfdruck. Ich konnte nicht wieder nicht schlafen, deswegen sitze ich auch gerade da. Deswegen sitze ich auch gerade da. Da der liebe Herr Krux mal wieder nicht schlafen konnte, nimmt er jetzt ein bisschen auf. So startet ihr übrigens auch Minecraft DC. So krass früh. Ich wollte so eine Woche knapp vor der Operation aufnehmen. Wollte ich für zwei Wochen Material aufnehmen. Und es endete darin, dass es. Wobei, ich nehme trotzdem mal die Zäune mit. Und es endete darin, dass wir. Also ich und Chris.
Der Esel nennt sich immer zuerst. IA. Wir viel mehr aufgenommen haben. Und meine Freundin natürlich in der Zeit gerade arbeiten musste. Früher, ich hatte noch, ich ha, ich hab oder hatte noch Urlaub. Ja, wenn die Folge kommt, hatte ich Urlaub. Die bösen Blicke kamen. Ich hab das eine Mal früh nur aufgehört, weil sie gerade aufgestanden ist. Du kannst nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe ist. Es fickt dich. Ernsthaft? Welcher Depp ist schon wieder da? Au, es tut weh. Danke. Darf ich jetzt bitte schlafen? Nein. So. Einfach mitten in Gang geschmissen, das Fleisch. Ist eh schon fast verrottet. Will doch keiner mehr. Ja, ich habe mich irgendwann vor 4 oder 5 Stunden habe ich mir ins Bett gelegt, wollte schlafen. Konnte nicht schlafen. Also. Ja, komm, nimm. So. Ich habe die falschen Zäune vergessen. Na, danke. Ja, okay, dann brutzel ich dich. Hier, da, guck mal. Du Fleisch darfst extra hier drin gebrutzelt werden. Ja, ach ja, Zäune. Richtigen, bitte. Ja, das müsste reichen. Ich nehme vielleicht immer doch was zum Essen noch mit. Nehmen wir Äpfel mit. Wir haben kein Brot mehr. Das letzte Brot gerade. Hey, vielleicht haben wir Glück, unser Essen geht doch langsam, aber sicher mal runter. Wir haben so viel. War irgendwie so ein kleines Zielchen von mir, dass mein Essen mal weg ist. Weil es ja wirklich viel war. Ich glaube, wir haben immer noch was im Turm, glaube ich, ausgelagert. Übrigens, in Minecraft DC hatte ich extrem viele Lags. Da habe ich ein bisschen rumgestellt, ein bisschen rumprobiert. Und dann hatte ich in den 8 Stunden, glaube ich, ein Lag nur noch. Oder zwei. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Mal schauen, ob es hier auch so ist. Bisschen rumgezaubert, rumgetrickst. Lag natürlich an Fraps und nicht an Minecraft. Hatte ich mir aber auch schon fast gedacht. Das schaut irgendwie komisch aus, der Steg. So. Da war ja mal ursprünglich unser alter Mob-Spawner. So, wo ich dann die Probleme ja hatte, unterirdisch. So. Ja, so langsam, aber sicher nimmt es schon ein bisschen Formen an. Bisschen eine Form. Wir können hier den Block wegmachen, damit es ein ganzer wird. Ein bisschen Form hat es schon. Schaut auf jeden Fall besser aus als die leere Fläche zuvor jetzt. Das ist klar. So, warte mal, dann mache ich mal. Ich würde nicht auch gerne ein paar Lampen hersetzen. Die Axt brauche ich gerade nicht. Dann nehme ich hier das Holz, die Erde hin. Bitte. Danke. Denn, ich würde gern mal hier. Glowstone. Hier ein Glowstone. Hier nochmal Glowstone. Von der Entfernung her. Dann mache ich eher die hier ein Glowstone hin.
Mal andere Laternen will ich auch hier mal bauen. Die sind irgendwie immer bis jetzt immer so gleich gewesen. Mal ein wenig Abwechslung reinbringen. Ja, oben. Es gibt halt leider keine anderen Falltüren. Zumindest noch in der Minecraft-Version gibt es nur die Falltüren. Noch nicht wirklich andere. Ach nö. Da kann ich leider noch keine anderen verwenden. Oh Mann, ich hab gerade voll einen komisch trockenen Mund. Richtig komisch trockenen. Obwohl ich eigentlich schön trinke. So. Ich trinke was und der Mund macht. Saugt's weg. Habt ihr das auch ab und zu mal? Habe ich zurzeit öfters. Nämlich. Den frage ich da so. Richtig komisch. Und Durst habe ich zurzeit auch ziemlich viel, irgendwie so. Was trinke ich ja eher recht wenig? Ich weiß, es ist nicht gesund und sowas, aber ich normalerweise trinke ich echt wirklich wenig. Momentan trinke ich so in meinem Verhältnis so das Zehnfache zu dem, was ich normalerweise trinke. Und es ist absichtlich so, dass es ein bisschen nicht abgezählt ist. Da, es soll ein Fischerdorf sein. Es soll nicht so perfekt alles. Zack, zack, zack. Ladri nicht mehr so. Es ist halt mal aufgebaut worden. So nach dem Prinzip, dass nicht immer alles so, wie ihr es ja von mir gewohnt seid, so abgezählt ist. Es ist halt einfach so ein bisschen dahergebaut worden. Gar nichts abgezählt, gar kein großes Drama hier. Sondern es ist einfach da, wo es dunkel war, ist halt eine Lampe hingemacht worden. Fertig aus. Würde ich gerne hier nämlich noch eine her sitzen. Oder? Ein Schluck eher. Ein Schluck eher. Und zwar dann. Ja, Glowstone haben wir ja auch noch etliches. Wir müssen da auch eigentlich lange nicht mehr in die Hölle. Ich weiß gar nicht, haben wir damals wirklich so krass viel geholt in der Hölle? Ich kann mich noch erinnern, dass wir verreckt sind. Vor 200 Folgen oder sowas in der Hölle. Ja, so Zeug merkt man sich. Wenn ich hierher, ist schon fast ein bisschen. Wobei, wenn die Ecken nicht unbedingt ausgeleuchtet sind, muss ja nicht. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem Mod auch so Wege laufen lassen kann. Ich würde nicht schon irgendwie machen, dass so der Fischerhafen zu der Stadt dahinter eigentlich mitgehört. So dass hier irgendwie, keine Ahnung, so Händler laufen. Cool wäre natürlich eine Schubkarre und sowas, aber die gibt es halt leider nicht. Aber schaut eigentlich ganz gut soweit aus. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so optisch allein schon das bisschen hier so viel ausmacht. Müssen wir halt nur noch irgendwas für den Rand finden, für die Mitte finden. Guck mal. So. Peng. Peng, peng. Momentan ist bei mir auch in Sachen Livestream, bin ich mal, also bin ich wieder. Ich habe mir ja wirklich eine gute Auszeit gegönnt. Von den Livestreams mal. Und das war nicht irgendwie, weil. Ja gut, ich habe es ja im Jahresrückblick gesagt. Ein bisschen die Motivation hat gefehlt und ein bisschen wollte ich auch Zeit mal mit meiner Freundin verbringen. Einfach mal. Wir haben beide Urlaub. Komm, lass uns die Zeit mal ein bisschen zusammen verbringen. So. Wir haben zuvor wenig. Ich habe unter dem Jahr wenig Zeit für sie. Sag ich auch ehrlich, wie es ist. Das akzeptiert sie auch, weil sie kennt es nicht anders, ne? Was irgendwie auch echt traurig ist. Aber sie sagt da. Sie akzeptiert es und sagt, ist halt so. Gelb oder weiße Wolle? Weiße Wolle? Oder ich mache mal verschiedene Wolle. Mal weiße Wolle. So Fischerstände. Aber das passt irgendwie nicht so hin. Ich glaube, ich würde eher verschiedene Holzarten gerne nehmen. Ich mache mal keine Wolle und auch keine Farbstoffe. Eher mal verschiedene Wolle.
Ey, dann könnte ich dort eigentlich Saplings nehmen und dann hätten wir dann unseren Fischerhafen endlich mal fertig. Das wäre schon cool. Ich würde halt auch gerne mit der Mod dort schon mal wegen Leben reinbringen, aber das wollte ich ja alles erst sehr spät und zum Schluss machen. Ich habe mir gerade gedacht, hä, scheiße, mein Mikro geht nicht, weil kein blauer Punkt leuchtet.